Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Liebe Freunde von Moshpit Passion, hier ist euer Kayo, neben mir Ventor von Creator und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Thrash Whiplash, der Thrash Metal Rubrik hier bei Moshpit Passion. Und ja, gerade als Essener wird das sehr, sehr interessant zu wissen, wie deine Sicht der Dinge ist und wie sich damals so, ja, die ganzen Szenen gebildet haben, auch gerade hier Zeche Karl. Und wenn du dich jetzt mal zurück versetzt zu der damaligen Zeit, Anfang der 80er Jahre, wie würdest du die Musikszene hier in Essen beschreiben? Dünn. Also Metal-Szene war sehr dünn. Wir waren schon. Also doch rar gesät. Oh Mann. Und alles Mögliche war rar. Plattenläden, Alben kaufen und so, musste man echt schon sich bemühen, ja, um was zu bekommen und so. Manchmal bis nach Düsseldorf und so. Vor allem als die CDs kamen, dann schon etwas später. Bis ein bisschen an Düsseldorf für die Kacke und so, aber hier gab's nichts. Wahnsinn, also weiß nicht, heutzutage hat man ja Elektromärkte, es gibt ja einige Plattenläden, also Essen-Steele oder auch also das Rock in Steele ist ja ein LP-CD-Laden, noch ein etablierter, dann New Life Chuck, Gear Records im Laufe der Zeit. Aber krass. Ja, wie habt ihr euch denn damals mit Musik dann versorgt? Also auch ganz klassisch über Trading oder wie war das bei euch? Auch, ja. Auch. Alles, was man so kriegen konnte, ne? Was so gab, wurde ergattert irgendwie. Scheißegal. Ja. Und dann hat man auch mal neue Sachen kennengelernt, so, was eben so rauskam und so. Konntest du ja nicht vorher anhören, oder? Ja. Musst es entscheiden. Ist das Cover gut? Sieht die Band gut aus auf dem Bild? Okay, kann man wahrscheinlich kaufen. Und was war deine Intention? Ich hoffe, meine Quellen sind richtig, Metal Militia zu gründen. Kiss sind verantwortlich für alles. Also, ich war ja mit Mille zusammen im Kindergarten und sind zusammen aufgewachsen und dann irgendwann sind wir auf Kiss gekommen, haben durch einen Kollegen, der hat dann von seinem Nachbar, ist er darauf gekommen, der ein bisschen älter war und dann sind wir auch darauf gekommen und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen auch so sein wie Kiss. Ihr habt euch dann aber während der Schulzeit schon gegründet und aus Metal Militia wurde dann Tyrant, wurde Tormentor. Wurde alles Mögliche, ja. Um das irgendwie zeitlich für unsere Zuschauer einmal einzuordnen hier. Jawohl. Das gute Demo-Tape. Allerdings, das ist ein Re-Release, kam das raus? Von mir gezeichnet. Supercover. Von dir noch persönlich gezeichnet. Ja. Hat sich auch damals auch schon so deine Leidenschaft zum Tätowieren auch entwickelt? Nee, da hatte ich noch nichts mit zu tun. Da kam dann Ende der 90er. Kam aus Versehen, ja. Krass, ey. Also hier nochmal in die Kamera, wer das irgendwie ergattern kann will. Ja, gab es in der letzten Gods of Violence Deluxe Superbox auf dem Pionierblas. Das war auch einer der Gründe, warum ich das unbedingt haben wollte. Das feine Stück, also schon ein paar Jährchen her. Ja. Ja, genau. Und dann wurde es ein bisschen ernster. Ihr habt Creator gegründet. Aber eure Musik zur damaligen Zeit, die war ja doch schon eher von Bands wie Venom beeinflusst, also viel, viel, ich würde sagen, so Black Metal. Ja, die Musik war auch viel beeinflusst von unseren musikalischen Fähigkeiten. Ne? Okay. Was hat man so drauf, was kann man so abliefern, wie fühlt man sich so, wie bringt man das rüber irgendwie? Ne? Wir haben einfach nur versucht, keiner konnte ja irgendwie was. Ich habe nochmal zur damaligen Zeit nämlich eine Frage, und zwar, ist es wirklich wahr, dass Mille von der Schule geflogen ist wegen Bandshirts und Leo, du auch, oder? Ja. Nee, ich war eben 2 Jahre voraus eigentlich auf der Schule. Also krass, dass man damals noch mit sowas irgendwie die Leute shoppen konnte. Ich weiß nicht, was ihr damals für Shirts hattet, für Bandshirts, wahrscheinlich Kiss, wie du gerade sagtest, und das hat schon irgendwie für Kiss einen melden und ja. Eben so. Nichts Schlimmes. Keine Cannibal Corpse, die gab's noch nicht. Das ist da hätten sie mich wahrscheinlich aufgehängt für. Oh Gott, ey. Ja, aber da fand ich nur eben auch. Also als ich auf die Schule, wir waren ja auch auf der gleichen Schule, und ich bin rausgegangen, habe meine Lehre angefangen und dann war der Mille mehr oder weniger alleine sozusagen da und dann haben sie sich auf ihn fokussiert und der wollte auch, hat er für nichts zurückgesteckt. Mhm. Die Haare wurden länger und alles scheiße und wurde aussätziger sozusagen. Ja. Und dann
Ja, hin und her, da und da und dann auf die andere Schule. Also, ne, das ist jetzt hier in dem Stadtteil, wo wir wohnen, ist er gekommen, hier, Kanapo Hauptschule. Und da, da war auch schon mehr, da waren auch schon einige Metaller, so kleine. Und dann konnte man den Kreis auch erweitern, hat man die dann getroffen, kennengelernt und so. Irgendwann hatten wir auch mal in dem alten Fahrradkeller da in der Schule unseren Proberaum. Ja. Naja, sind wir dann zum Tritze gekommen und so. Und wie hat sich das kristallisiert, sag ich mal, mit Zeche Karl? Ich meine, Essen, früher, da gab es genügend Jugendzentren, da konnte man sich ausleben. Also ich kenne selber das Essener, in Rüttenscheid aufgewachsen, da hat nach und nach alles irgendwie zugemacht. Aber warum gerade Zeche Karl? Kannst du das irgendwie erklären? Ja, war um die Ecke. Hm. Naja, ist ja nur 500 Meter. Ist hier vorne, ne? Und da kannst du... Und da, bis das so war, da haben wir auch für gekämpft. Ne? War ja nur, wir haben uns da aufgehalten, weil dann gab es hier noch ein Gemeindehaus, Karl-Denkhaus am Karlsplatz. Und unser kleines Ding hier, wo wir auch mal geprobt hatten und so. Aber so die wirkliche Szene war ja eigentlich da. Mhm. Und da gab es ja, dann haben wir dienstags. Und wenn da Disco war, haben wir uns dann da durchgesetzt, dass dann so jedes fünfte Lied oder erstmal jedes zehnte Lied war dann irgendein Metal-Song, den wir uns aussuchen durften. Und dann irgendwann jetzt fünfte und dann irgendwann da, bla bla bla. Und dann hatten wir irgendwann auch Metal-Disco dann da. Ne? War auch ein Kampf bis dahin. Musste man schon mal über sich ergehen lassen, wenn man da gestanden hat auf der Tanzfläche und gebankt hat, musste man schon mal die lachenden Spackos drumherum auch manchmal. Sensibilisieren, ja. Dass es eine andere Mucke gibt, andere Kulturen. Ja, die manchmal musste man die auch züchtigen, wenn die zu frech wurden. Ja, was mir der Speezy mal im Interview sagte, also gerade so Mitte der 80er Jahre, da gab es halt nicht die Punker, die Mettler oder die Szene, das war alles eins. Ah, die gab es schon. Die gab es schon? Ja, ja, aber das war nicht so wichtig. Jeder war schon sein eigener, ne? Wer so gerne sein wollte und das gab es auf jeden Fall schon. Aber das war nicht so wichtig, die haben alle zusammen rumgehangen. Mhm. Ne, weil es gab ja keine Möglichkeit für den, wo sollen die Punker rumhängen, bei irgendwelchen Schlagerveranstaltungen, dann hängen sie lieber bei den Metals rum. Ja. Und angenehme Skinheads gab es auch. Mhm. Ne, ist ja nicht unbedingt nur die radikalen Experten. Naja. Alles Mögliche, war schon so, hat er schon recht gehabt. Aber wann war für dich der Zeitpunkt, oder wo hast du das gesehen, dass dann die Szene so mehr und mehr so auseinander ging? Du hast ja gesagt, das war vorher zwar auch jeder so für sich, aber es war ja, alles eins. Ja, wo plötzlich alles gewachsen ist. Jede Szene ist ja gewachsen. Ob Punk, ob hier, ob Rockabilly, ganze Kram, alles möglich. Und letztlich egal, gab es ja für jeden Henker gab es ja eine Veranstaltung. Ne? Da war Treffen von allen eigentlich. Ja. Und manchmal auch zwei Veranstaltungen gleichzeitig. In der einen alle die, in der anderen alle die oder draußen irgendwas. Und ja. Da ist alles passiert. Und als dann eben alles explodiert ist, also mehr eben, ne, mehr Punker, dies ist ja alles gewachsen. Irgendwie ist ja die Musikszene ist ja insgesamt, ich sag mal, die fanhabende Musikszene. Also die, wo man eben hintersteht. Vorher gab es ja auch Musik, aber nicht dieses Fanbewusstsein war ja nicht so, wie es sich entwickelt hat. Was mir, wie gesagt, bei euch auffällt, wenn ich so die ersten drei Alben höre, die sind für mich, sag ich mal, ein Abschnitt und dann kam Extreme Aggression, das höre ich auch von vielen, die dann sagen, so ab dann startete Crater wirklich los, dann wurde das greifbarer. Und aus deiner Sicht, wenn du jetzt, dieses Genre Thrash Metal irgendwie so greifen könntest, würdest du sagen, ja, das war generell für die Szene so der Startschuss, wie mit Sodom, Persecution Mania bei euch, Extreme Aggression? Ne, bei uns war das mehr der Startschuss dafür zu sagen, wirklich so, lass jetzt ist Zeit professionell zu sein. Alles andere. Ne, schön Party, schön und gut, ne, kann man auch noch ab und zu machen, aber nicht das ist nicht das Wichtigste. Geht wirklich darum, dass man hat eine Fangemeinde, die auf einen zählt, die einen den Arsch hält und macht und tut. Da haben wir uns dann wirklich gedacht und da haben wir uns für einen amerikanischen Produzenten entschieden, was auch ein super Schritt war. Der hat uns ganz viel gebracht in unserem Wissen und Denken und überhaupt die Schritte, die
Vorher war alles scheißegal. Die drei Idioten aus Altenessen machen ein bisschen Tralala. Und dann waren sie plötzlich vier und auch noch ein bisschen Tralala. Und dann irgendwann wurde aus dem Tralala wirklich, naja, ernst, ja, sozusagen. Ja, obwohl es Spaß ist, oder? Ist aber trotzdem. Wundert es sich manchmal, wenn du dann so Black-Metal-Bands hörst, so der zweiten Generation, so wie Mayhem, die sagen, ja, uns haben die ersten Creator-Platten oder die ersten Sodom-Platten inspiriert, das zu machen, was wir machen? Ja, wundert mich gar nicht. Das ist ja genau so, weil, wie man sieht, Creator ist auch aus Kiss entstanden. Mhm. Und die haben ihre Vorstellung davon, wie interpretieren wir jetzt das, was wir machen, auf unsere Art und Weise. Mhm. Und da gibt es ja im Laufe der letzten 25 Jahre gibt es in jedem Land bestimmt 10 Leute, die mir gesagt haben, hey, wegen euch. Wenn du nicht wärst, würde ich nicht trommeln. Oder wenn ihr nicht wärt, wäre ich schon tot. Oder wenn ihr nicht wärt, hätte ich schon... Ja, ich habe zu eurer Musik geheiratet oder was auch immer. Mein Kind heißt Juan sowieso González Creator, bla bla bla. Sowas gibt's? Ja klar, dann haben wir am Abend gehabt, dann Fotos dann gemacht mit dem kleinen Baby. In Mexiko irgendwo. Boah, Wahnsinn, also. Ich glaube, das ist irgendwie so mit das höchste Kompliment. Das ist schon, cool, ja, das ist schon geil. Du als Schlagzeuger, bleiben wir noch ein bisschen Anfang der 80er Jahre, welche Vorbilder hattest du? Also wenn ich jetzt gerade so an Metal denke und dann auch Thrash Metal, wird mir ziemlich Phil Taylor einfallen von Motorhead mit Overkill. Alles, was da war, alles, was eben, war ja nicht viel da. Mhm. Alles, was da war, war Vorbild. Ne? Man muss ja, ich hab ja auch nie Schlagzeugunterricht gehabt oder so. Ich habe ja immer alles, was ich, habe ich entweder geguckt oder gehört. Ne? Und habe dann daraus halt gebastelt, was ich so heute mache. Und na, eigentlich alles Vorbild. Wahnsinn. Also zumindest, um sich mal so ein paar Ideen zu holen oder mal dies und ne, mal gucken, bis zum Zeitpunkt, wo Neil Peart in meinem Leben einschlug, da war natürlich plötzlich alles anders. Weil vorher war Schlagzeug ein Instrument, was da irgendwie hinten so ein bisschen tralala und runter da macht und so, und dann war plötzlich ein Instrument, was ja, alles Mögliche kann. Ne? Ja. Ja, dann kam auch die guten 90er Jahre für den Metal generell, aber für den Thrash Metal, da reiben sich ja die Leute, ja, das sagten, ja, das ging dann zu Ende, Bands haben sich aufgelöst, zerstritten oder neues Soundkleid versucht zu finden. Ihr habt das Letztere gewählt und eine der Platten, wo das mit angefangen hat und das eingeleitet habt, die habe ich auch hier, die ist auch sehr umstritten, das ist die Renewal. Warum, weiß ich persönlich nicht. Weil ich persönlich finde, und das auch Mille in diversen Interviews gesagt, das ist halt sehr, sehr stark vom Hardcore beeinflusst, sehr, sehr groovig für dein Schlagzeugspiel. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagtest du mal, das ist nicht so eines deiner Lieblingsalben, weil das ein bisschen ruhiger ist, du magst halt ein bisschen schneller, wenn es so richtig... Ja, so, ist ja, aber das ist eine Phase, das sind alles Phasen. Ne? Wie fühlt man sich gerade, was ist denn, und du... Mille ist ein sehr sensibler Mensch eigentlich und die Umwelteinflüsse, die von außen auf den einen wirken, sind sehr stark immer wieder, bei jeder Platte immer wieder vertreten. Der verarbeitet so Sachen damit sehr extrem. Und also eigentlich spiegelt die so eine Creator-Scheibe spiegelt das momentane, wie fühlt sich die Band gerade und wie geht es der Welt gerade. Das spiegelt eigentlich immer wieder. Ne? Wo für mich die Platte ein bisschen unterschätzt wird, ist im Gesamtbild betrachtet auf diesen 90er Jahre Crossover. Also da hat man viele Hardcore-Elemente und Groove-Elemente. Prong ist das Paradebeispiel. Die haben das perfektioniert. Die haben halt so Groove-Elemente drin, aber auch aus Hardcore. Und dann geht das auch so in eine Richtung, wie ein bisschen Pink Floyd angehaucht. Ja, und wir haben ja auch ein bisschen Industrial-Zeug da reingebastelt und so, weil das eben auch, ne, hat uns angesprochen. Ministry kam zu der Zeit irgendwie am Start und das fand man geil, das war ein Element, was den Sound irgendwie noch erhärten könnte, hat man gedacht. So, und haben einfach das ausprobiert und dann ja, alle meckern und dann schimpfen und tralala. 2 Jahre später machen das alle und dann ist alles gut, weißt du? Das ist so eine Sache, die ich dann nicht verstehe. Ich meine, Zero to None, so, das hat für mich so eine Wucht, der Song. Ja. Und wenn ich das, wie gesagt, ich höre so die einzelnen Elemente, wie du schon sagtest, bei Bands, die dann 2-3 Jahre haben, alle den gleichen Sound. Aber es dann jemand sagt so, ja, aber Anfang der 90er, Creator waren mit einer der Wegweisen, also das fällt dann komplett hinten rüber. Das heißt dann nur, ja, Creator haben nach ihrer Fresh-Phase ja sowas veröffentlicht, sehr, sehr kontrovers. Ja, ja.
Und ich finde, wie gesagt, das Album ist für mich eines der unterbewertesten in der ganzen Diskografie. Und Fleisch ist da immer noch genug drauf. Also ist nicht so, dass das jetzt Eier fallen Musik ist oder so. Also, das finde ich. Ein bisschen komisch war der Sound, aber da waren wir selber schuld, weil wir unbedingt einen Sound haben wollten wie British Steel. Ja. Aber der liebe Tom Morris, der war voll geschockt, der wollte eigentlich seine Sache machen, dann haben wir irgendwie einen Kompromiss geschlossen und dadurch ist dann irgendwie, eigentlich, wir hätten einfach die Fresse halten sollen und sagen sollen, mach fertig. Ja. So. Aber naja, ist so wie das ist, ein Stück Geschichte. Also was ich gut finde halt, ihr habt dann wie gesagt konsequent, jedes Album war in den 90ern komplett unterschiedlich, Bands haben dann ein bisschen variiert, so Sodom zum Beispiel, die wurden dann zwar ein bisschen punkiger, aber an sich dann im Kern halt, treu wart ihr auch, aber die sind nicht so weit ausgebrochen wie ihr, wie mit Endorama oder das davor Outkast, das war ja so das Industrial-Album und ja, dann ging es 1999 wieder zurück mit Violent Revolution. Ein bisschen später. 2000 kam die? 2001, glaube ich. Ja. 2001. Ja, hat ein bisschen gedauert, der ganze Scheiß. Nach Endorama war noch ein bisschen so... ein bisschen stottern in der Maschine. Was ich interessant finde, ihr habt mit Andy Sneap zusammengearbeitet, der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht den Status hatte, wie er jetzt hat, wo ich finde, also der Typ, der schafft es irgendwie, also die Band zu verstehen und alles aus denen rauszuholen. Das hörst du zum Beispiel bei den letzten Platten von Saxon und Judas Priest, wo du denkst, die Bands, die sind doch auch vom Alter her eigentlich tot, die können doch nichts mehr machen, da wurde alles gesagt. Und hört man sich die beiden aktuellen Platten an und dann denkt man sich, der Typ, der hat es irgendwie hat das geschafft. War das bei euch auch so? Weißt du, warum der das schafft? Weil der auch ein Metaller ist. So hier, nicht nur so vom Sein oder vom Machen, sondern wirklich Metaller ist. Und der weiß, wie er das hören will oder wie das für ihn jetzt sein muss. Mhm. Wenn ich jetzt eine Sexton höre und auch wenn die 100 Jahre alt sind, will ich, dass die so ist. Ja. Und der schafft hat wirklich die Leute auch das, komm. Ach so, wenn ich Creator-Sachen zu trommeln, ist nicht so, dann schüttel ich mich mal so aus dem Arm, dann schon, mal los. Und wenn er dann im Studio sitzt und der dann den letzten Saft raussaugt und so mit seinen Arten und Weisen, dann ist das schon richtig cool. Und der ist echt ein Typ, der ist ein Typ Metal auf jeden Fall. Da gibt's nichts. Also würdest du auch sagen, zum damaligen Zeitpunkt, ihr habt einen richtigen Schritt gewählt, sag ich mal, in eine ältere Richtung zu gehen und hattet dann Glück? Auch den richtigen Produzenten am Start? Wir haben das gar nicht so gewählt. Wir haben alles nicht gewählt. Das sind alles, alle Alben sind nicht wirklich Entscheidungen, um zu sagen, jetzt hier, so, jetzt, wir machen das jetzt so und so. Das ist einfach passiert. Das ist passiert. Wie es sich gerade angefühlt hat, wie es gerade war, was man gedacht hat, was man sagen muss, was die Welt hören muss, oder zumindest die Leute, die das eben hören, aber die. Das ist alles in. Und je mehr Leute eben gehört haben, desto mehr hat sich auch der Miller darauf konzentriert, keinen Blödsinn zu erzählen oder zu singen oder einfach irgendeinen Scheiß tralala lieber vorzumachen, sondern auch da reinzuhängen. Das war ja nur, wie gesagt, so generell so die Wiedergeburt oder die Zeit Anfang der 2000er, wo es mit New Metal zu Ende ging und danach kam New Wave of American Heavy Metal, was dann aus Metalcore wurde und dann gleichzeitig nochmal so eine Death Metal Welle und dann wieder so ein Thrash Revival. Ich weiß nicht, Sodom haben wieder Gas gegeben, Tankard, ihr, Destruction, dann kam ja noch eine Menge nach, so junge Bands wie Traitor, die es gerade in den letzten 5 Jahren für Furore sorgen, also den Untergrund da aufmischen. Oder dein Sohn zum Beispiel spielt ja auch in der Destroy Them bei den Jungs und Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, dass es das so mit sich gezogen hat. Ja, cool. Und bist du dann auch so jemand, der dann auch mal so sich zurücklehnt und reflektiert und denkst so, boah, krass. Ich habe im Prinzip 3 Szenen mit beeinflusst. Einmal dieses Black-Metal-Ding, Thrash-Metal und dann halt 90er-Jahre-Crossover so eigentlich. Ja, ich reflektiere das nicht, aber ich finde das immer schön, wenn das so aufkommt, so über Geschichten. Dann, ich habe gar keine Zeit, mich da hinzusetzen und dann, Nee. Ab und zu passieren so Sachen, wenn man trifft Leute hier und gehst auf Tour mit Arch Enemy zum Beispiel, dann kommt der Daniel und sagt so, weißt du, habe ich dann angefangen Schlagzeug zu spielen mit Gummi auf Holz und so, Kopfhörer und so und dann sitzt der Schlagzeug-Rolli da daneben und so von ihm und wir sind dann so weg. Ja, und Daniel war dann irgendwie weg, dann so habe ich mit dem Schlagzeug-Rolli da gesessen und sagt er, da hat er doch einen Witz gemacht. Ne? Ich sage, ich glaube nicht. Und dann 2 Tage später, ich habe ihn gefragt, da war kein Witz. Meint er ernst? Ja.
sind witzige Sachen. Oder irgendeine schwedische Death Metal Band sagt hier, Pleasure to Kill. Mhm. Aha. So, Ventor, wie du hier siehst, ich habe ein paar Platten mitgebracht. Und zwar sind das diverse Thrash-Metal-Alben, national, international. Meine Bitte ist es, zieh einfach eine raus, blind, und ja, ich unterfütter das mit Fragen oder vielleicht fällt dir selber dazu eine lustige Geschichte ein. Ja. Das mögen unsere Zuschauer, das, wie sowas zu hören. Und ja, ich gebe dir einfach mal hier. Ja, das ist gut. Oi! Accuser. Damit hatte ich nie was am Hut. Das wundert mich. Damit hatte ich, der Spiesi ist voll drauf, ich hatte nie was mit denen am Hut. Nee. Die sind auch immer irgendwie, glaube ich, auch hinten runtergefallen. Die sitzen ja da in am Rande von Nordrhein-Westfalen. Die sind bei mir auch richtig runtergefallen. Also wirklich echt. Da bist du. Accuser, und gerade die Platte ist meiner Meinung nach so die stärkste von denen. Die haben die nochmal zwar vor paar Jahre neu eingespielt, aber das ist so der Bandklassiker von Accuser. So was finde ich ja eigentlich schlimm, ne? Weißt du, wenn man Platten nochmal neu einspielt. Das wäre zum Beispiel eine Frage gewesen, dieses Thema neu einspielen. Ich weiß, Exodus haben das gemacht mit der Bonded by Blood. Ich überlege, ich hätte das noch gemacht. Da gab es einige, also Accuser haben es gemacht. Ich glaube, Destruction haben es auch gemacht. Mit nur ein paar ausgewählten Liedern. Ja, das ist immer so das Ding, weil viele sagten halt. Aber da ist ja, bleibt ja jeden selber belassen. Ja. Das ist ja nur meine Meinung. Ne? Also ich finde persönlich, der Geist von der Platte ist sowieso, den wirst du nie mehr wieder anfangen. Alles, was passiert ist, alles, was, wie du zu der Zeit drauf warst, wie die Aufnahmen verlaufen sind, wie der Produzent drauf war, wie alles war. Ja. Nie mehr wieder so sein, wie alles war. Eins ist, du kannst die Songs besser zocken. Hast mal hier und da ein bisschen an dem Arrangement rumgeschraubt, kannst ihn besser singen, kannst alles viel besser darbieten. Noch. Ja, und dafür spielst du dann live. Ja. Wenn die Leute kommen, können sich das angucken. Right. Ich bin mal gespannt, wann Metallica sich nochmal überlegen, die erste Platte neu einzuspielen, Anfang der 80er. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube, das wäre deren Sargnagel, weil da sind so viele auch. Hits drauf und ja, das ist ja. so ein Klassiker. Aber obwohl, ne, die spielen die Songs eigentlich echt gut. Wenn die einen guten Tag haben, spielen die echt gut. Ja. Alle, egal was die spielen, zocken die richtig gut. Zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ja, kriegen halt viel drauf momentan. Die haben ja auch wieder ein Release angekündigt, dieses SM2, was die mal Ende der 90er hatten, mit so einem Symphony-Orchester. Ist das etwas für euch interessant? Naja, wir hatten auch schon mal so ein paar Anfragen und so ein paar Sachen so interessiert, aber das ist dann alles, wenn es dann, das ist dann irgendwo zu unausgereift, weißt du, nur auf Teufel komm raus, irgendwie, hier, Rage haben das gut gemacht, und ja. Rage war das super. Rage war das echt gut und das liegt auch daran, weil der Bibi auch so ein Symphoniker ist, ne, so ein Metal-Symphoniker und ja, und das hat echt funktioniert. Und dann noch eine Weile der Victor auch noch da, ne, zu der Zeit, 100. Ja. Aber, nein, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, ihr hattet ja in den 90ern euch ausgelebt und geht ja mal bei euch weiter, habt ihr immer neue Einflüsse. Wir leben uns immer noch aus. Ja. Wir machen gerade neue Songs. Ah, krass. Ja, mal gespannt. Ich glaube, nächstes Jahr. Irgendwo habe ich es gelesen, oder ich glaube, selbst Miller hat das mal irgendwie angekündigt, da soll eventuell nächstes Jahr was kommen. Ihr habt ja eine neue Single rausgebracht. Die haben wir rausgebracht, ja, die sollte ja eigentlich zu der Tour rauskommen, die ja rausgefallen ist. Mhm. Und eigentlich waren wir Ende des Jahres im Studio. Mhm. Und dann wird man irgendwann nächsten Jahres die Scheibe rauskommen. Mhm. Wo mir gerade einfällt, ihr habt ja auch aufgenommen mit Andy Sneap, die Single, ne? In den Hansa Studios Berlin. Ja. Ah. Also. Sieht man sich wieder, ne? Ja. Mit dem. Naja, das war ja mehr so ein Testlauf, ob man jetzt die nächste Scheibe mit ihm macht oder was. Man weiß ja auch nicht alles. Man muss ja ein bisschen gucken, testen. Ein bisschen raten, ein bisschen herausfinden, ein bisschen, ne? Und jeder Mensch ist ja auch manchmal so drauf oder der andere verändert sich im Laufe seiner Karriere. Mhm. Ja, soll ich noch eine ziehen? Ja, klar. Boah. Wenn du willst, kannst du auch mal. Ich hab schon die Destruction gesehen. Du hast schon die Destruction gesehen. Da lass, jetzt bin ich mal gespannt. Da machen wir doch. Gute Schmier. Da hab ich doch gesungen. Mit Mille. Mhm. Im Studio. Er tippt mir noch einen Feature-Part. Und der Olli. Das waren noch Zeiten. Mhm. Jetzt sind sie ja wieder zu viert, ne? Jetzt sind sie wieder zu viert. Ja. Lange als Trio gearbeitet, Platten veröffentlicht. Release von Agony, das Ding
So, glaube ich, so ein Klassiker. Was ich auch von vielen höre, Destruction, das fällt bei denen auch immer irgendwie hinten rüber. Die sagen dann Creator Tankard, aber Destruction, ich weiß ja, nicht doch, wieso. Doch, das ist immer ein. Das, aber wie das ist ein Wort. Das ist eigentlich Sodom Creator Destruction oder Destruction ja. Sodom Creator, das ist ein Wort. Ja. Über die Jahre und Pipapo. Da machst du aber nichts zu wissen. Aber hier Release von Agony. Du hast ja gesagt, ihr hattet einen Feature-Part. Hattet ihr schon damals im Studio wart irgendwie das Cover gesehen oder irgendwie sowas? Oder eine Ahnung, wie das aussehen könnte? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe es gesehen. Schmier hat es, glaube ich, gezeigt. Aber wir waren da, sowieso da. Wir haben die besucht, um mit denen zu kiffen. Hm. Nicht um. Ne? Und dann, ja, komm, hier, sing doch mal. Ja, gut, dann singen wir mal. Ist doch gut. Oh, nicht schlecht. Ja. Also auch ein grandioser Klassiker von denen, Release from Agony. Da kam die auch Ende der 80er raus, glaube ich. Steelhammer SPV, das war auch, glaube ich, neben Noise Records die Anlaufstelle für damalige Metal. Ja, die beiden waren ja auch Konkurrenten. Das war ja, das ist ja auch ein Grund, warum wir einen Plattenvertrag gekriegt haben. Es gibt ja noch. Bei Noise. Hm. Weil ne, SPV hatten ja. Sodom, der Manfred Schütz hat Sodom gesigned und der Walter Mach hat einen Kontrahent dazu gesucht eben. Ne? Der hat da zum Glück unser Demo auf dem Tisch gehabt, hat sich gedacht, oh, das ist ja geil, das sieht ja so ähnlich aus. Da höre ich doch mal, ja, da ist Kacke, das nehmen wir. Ja. Geil. Zack, waren wir da. Ja, SPV gibt es immer noch im Vergleich zu Noise Records, auch vor 20 Jahren verkauft an Sony BMG. Das Coole ist halt, Sony BMG, die bringen die ganzen Releases von euch nach und nach auf den Markt. Ist für mich als, ich glaube, es ist 20 Jahre Unterschied, ich bin Anfang 30. Ich bin vor zwei Wochen 54 geworden. Ah, das Gute nochmal nachträglich an dieser Stelle. aber was halt schön, sag ich mal, wenn ich bin da Plattensammler, wenn ich hier auf die Plattenbörsen gehe, dann gucke ich so und dann so, ah cool, hier, okay, das ist nur in guten Zustand, aber dann, weiß ich nicht, finde ich eine Creator-Platte, die kostet dann 60, 70 Euro und ist komplett runtergerockt. Outcast ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, ich will nicht so viel Geld investieren für eine schrammige Platte. Natürlich ist das Original und das hat seinen Wert, aber es ist komplett runtergerockt. So. Und dann finde ich es halt cool, so mein Re-Release zu haben. Mit dem vollen Package noch mehr. Ich finde gut. Auch unsere Re-Releases finde ich auch gut. Die Bilder, die Geschichten und so dazu und auch die Sounds sind echt gut geworden. Bin echt zufrieden. Zuerst war ich ja voll skeptisch. Hm. War ja eigentlich dagegen. Der Miller hat gesagt, wir machen das richtig. Ja, wenn das richtig ist, gut, dann machen wir richtig. Ja. Ich bin echt zufrieden. Nee, gut, willst du noch eine letzte Platte ziehen? Und eine ziehe ich noch. Oder willst du vielleicht gucken, was diesmal du hast? Blind. Nee, diesmal blind. Komm her, wo ist sie? Ah, die ist gut. Die ist gut? Die ist gut, kannst du ziehen. Wenn wir schon hier bei den Teutonic sind, Wenn du die triffst, wollen die immer saufen. Seit ewigen Zeiten. Wir ja, wollen saufen! Das ist echt so. Ich habe ein Interview mit. Oft war meine Antwort, du musst ja gar nicht mehr saufen, du bist ja von gestern noch breit. Egal. Sagst hier du? Ist die Bierkiste, wo der Schlagzeuger drauf sitzt zum Trommeln. Der Alte. Den haben wir auch Geschichten erlebt, ey. Mein Gott, was für verrückte Räume, ey. Gerre, ja. Hast du da spontan eine Lieblingsgeschichte im Kopf mit den Jungs? Boah, nee, die sind alle zu schlimm. Die Jugendfrei, ich erzähle mal vor der Kamera. Nee, Empty Tanker. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Schon damals, ersten Ding als CEO. Sodom in Frankfurt mit den Henkern. Da war ich auch dabei. Mhm. Bin auch mitgefahren. Diese Black Metal Night, ne? Ja, genau, mit Venom, Autogrammstunde. Wir sind zu blöd, irgendwas zu checken. Ja. Ich glaube, das ist noch die Alien-EP oder irgendwas ist da noch dabei. Auf jeden Fall kam dann direkt, hier willst du ein Bier haben? Ich so, ja, jetzt. Ja, natürlich, was denn sonst? Ja, und dann vor dem Interview innerhalb von 5 Minuten ein Bier und danach nochmal ein Bier. Ja, aber ich bin dann so leicht schwunkend rausgegangen, war mega heiß so, und die so, ja, mach's gut, dann wissen wir es gleich. So, ich krieg gar nichts mehr mit. So. Naja, so sympathische Jungs auch. Nett, haben auch über coole Geschichten zu erzählen. Das Album Morning After. Das ist die Band, die wir kennengelernt haben. Ja. So
Mal war das damals. War schon lustig. Grandios, ja. Vermisst du so ein bisschen die Zeit oder sagst du so, nee, wie das war, ist in Ordnung, nee, muss nach vorne sehen? Nee, ist immer noch geil. Hm. Also ich habe nichts zu meckern. Also ich finde auch, eigentlich ist die Szene, weil alles so eng zusammen ist plötzlich, durch Social Media und hin und her, du verpasst nichts mehr. Hm. Weißt du, wenn du verpasst, bist du selber schuld. Hm. Also früher, warte, ach du Scheiße, da war Konzert, wer hat nee, warum war ich nicht da? Ja, weil hast du nie mitgekriegt, darum warst du nicht da. Und heutzutage, bam, 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 wenn du mitkriegst und du gehst nicht hin, bist du selber schuld. Ja. Also ich finde, alleine auch die Möglichkeiten, die meine Kinder haben, zum Beispiel Musik zu machen. Wenn ich irgendwas vom Schlagzeug wissen wollte, ne, keinen Unterricht bekommen, musste ich zum Konzert rennen, musste mich da hinstellen. Hm. Wie macht er denn den? Ach so, ja, und dann nach Hause und mal ausprobieren. Hm. Die gucken sich jeden Scheiß an. Jeder Fitzel wird von 100 Leuten nachgespielt, dann könntest du ja aussuchen, wer spielt das am besten nach, dann guckst du ja noch das Original an, dann guckst du die Notenblätter dazu an, die irgendeiner veröffentlicht und alles ist da. Sagt auch der Speezy, sagt auch, der gibt irgendwas ein, dass er alles online, du hast auf YouTube, wie jemand es nachspielt, du hast die Noten und dann noch welche Effektgeräte und Produktion oder selbst beim... Alles. Mehr kannst du gar nicht haben. Heutzutage die Effektgeräte, die hast du im Handy. Du hast sie im Handy. Früher hat ein Ding hat 1000 Mark gekostet. Ein so eine 16 Zoll Einheit. 1000 Mark. Heute hast du alles. Ja. Ah, der Simulator hier von der App hier und bla bla bla. Alles da. Zack. Rüber. Das ist ja eh alles digital. Ja, ja. Funktioniert doch. Das ist Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall der Hammer. Das ist auf jeden Fall. Also für sowas ist das alles. Hier, wenn die sagen, hier blablabla, ist doch verdummt und so, Internet. Ja, natürlich, wenn man sich davon einlullen lässt, aber wenn man alles richtig nutzt, ist das sowas von vorteilhaft. Naja. Informationen über alles Mögliche, mehrere Meinungen, nicht nur ein Buch, da steht da drin und fertig. Naja. Ja, kannst du nochmal gucken, der eine erzählt dazu und der so. Kannst du selber denken, wie du das willst. Naja. Ist doch voll geil. Ich bin auch mal gespannt, jetzt so gerade so bei der Corona-Phase, wie sich so Bands entwickeln und wie fleißig die waren, was da so in den nächsten Jahren noch rauskommen wird, weil alle, die hatten Zeit, die haben die Möglichkeit und ja, jetzt hoffentlich, die Technik. Hoffentlich hält das alles zusammen, meinst du? Da bist du nicht so gesagt, dass... Also ich kenne schon welche, die sagen, ich mache die Band zu, man bringt ja gar nichts mehr. Nicht mal meine 3,50 Euro Biereinnahmen bei der Show, die ich da verdient habe, die habe ich nicht mehr. Kann ich mich lieber auf meinen Job voll konzentrieren, man weiß, wann das aufhört und keiner kann mir auch sagen, das ist noch bis da und dahin. Ja. Keiner sagt das. Das ist das dann das nächste Ding, einmal das Kreative, aber dann auch so die Zukunft, die Perspektive, das Veranstalter. Du musst ja einen freien Kopf haben, um kreativ zu sein, ja. Eigentlich. Manche können auch arbeiten, wenn sie unter Druck und Depression und Pipapo, alles, dann ist er da, kommt auch. Ja, wer weiß, vielleicht ändert das alles komplett. Wir haben demnächst unseren ersten... Ne? Wacken, tralala. Ja. Online, Streaming, im Nichts. Und warum bin ich darauf gespannt? Vielleicht ist das die verschissene Zukunft, wenn die so weitermachen mit dem ganzen Scheiß. Auf jeden Fall. Vielleicht ist das die Zukunft, man weiß es nicht. Ich möchte es nicht heraufbeschwören. Ich will es auch nicht. Nee. Ich will das nicht. Ich will wieder ein Moshpit vor meiner Nase haben und möchte das alles erleben. So richtig wie es ist. Wo du sagst, also ich meine, Destruction, die haben ja vor ein, zwei Wochen in der Schweiz gespielt, auch mit ganz großen Sicherheitsauflagen. Da dachte ich mir, okay, das ist zwar cool, dass ich so ein Live-Erlebnis habe, aber das lebt ja auch, wie du sagst, vom Moshpit, so dass du angerempelt wirst. Von allem lebt er. Das lebt davon, dass von du deinen Kumpel in den Arm nimmst beim Lieblingssong und zusammen die Birne schüttelst und dich anschreist und machst. Oder? Ja. Ist doch so. Ja, voll. Das ist immer noch so. Ich sehe das. Weißt du, auch wenn ich nicht mehr da mittendrin stehe, wenn das Konzert ist, aber ich sehe das trotzdem. Ich weiß genau, wie das ist. Und das ist immer noch so wie früher. Mhm. Wenn dein Lieblingssong kommt, da kannst du auch 25 Meter entfernt sein. Mhm. Da gehen die beiden Köpfe hoch, gucken sich an und los geht's. Ich habe euch also zuletzt gesehen in der Düsseldorf in der Philipshalle oder Mitsubishi, was weiß ich nicht, Hall. Und da kam als letztes Pleasure to Kill natürlich, und da sind ja die Ränge waren ja da offen auf der einen Seite, und ich war mit einem Kollegen schon auf dem Rang, und als das kam, sind direkt runtergeschossen, genau in den Pit rein. So, dann dachte ich mir so, das passiert halt nur, wenn deine Lieblingsband spielt, dein Lieblingssong, du lässt alles stehen und liegen, rennst rein. Und so, wie gesagt, in so einer Voraussetzung momentan wird dir das halt irgendwo genommen, das langt eigentlich auch. Dann gucke ich auch lieber zu Hause ins Stream, zu Hause. Hast deine Ruhe, dann kannst du ja selber alles einrichten, wie du willst. Ich bin sehr gespannt darauf. Also ich hoffe nicht, dass das die Zukunft ist, aber man weiß es ja nie. Ich hätte ja auch niemals gedacht, dass sowas passieren würde. Nee.
Nee, auch das mit dem Tätowieren. Ich war ja 3 Monate lang, ja, halt mal die Fresse, sag mal gar nichts, sieh mal zu. Mhm. Meine coolsten Jobs der Welt waren plötzlich weg, mehr oder weniger. Es ist, ja, also weiß nicht, in meinem Umfeld geht es nur so. Ne? Und wenn du gerade, wie gesagt, mit einem Musikmagazin noch nebenbei was hast, da schlackerst du auch mit den Ohren. Dann siehst du, ja, so krass, das wegbricht. Und ja, von was willst du den Leuten erzählen? Zwar XY bringt ein Album raum, das ist toll, aber so Konzertfotos machen, also das ist das, wo ich mich kreativ auslebe. Ganz schlimm für mich ist ja auch, wenn du dann siehst du dann die ganzen Posts bei meinen Facebook-Freunden, mit denen du auf Tour bist, und die arbeitende Seite, we make it rock, they make it roll, die rollende Seite von dem ganzen Ding, die sind dann noch viel härter betroffen. Die Crews, Ich kenne Busfahrer, die sind 5 Tage im Jahr zu Hause, die sind jetzt zu Hause schon seit März. Die wissen noch gar nichts, für die ist das Lebens vorbei im eigentlichen Sinne, obwohl sie eigentlich wieder zurück ins Leben kommen. Naja. Warum häusliche Gewalt steigt an? Das ist mit, weißt du, Frauenhäuser suchen Hotelzimmer für Unterbringung, so ein Pipapo, wenn ich so höre, da fällt mir nichts mehr ein. Oder Selbstmord. Selbstmörder. Ja, das steigt. Das ist so ein Ding, wo du gerade sagst. Keine Perspektiven, keine. Gerade die Kackfirma selbst am Laufen gehalten und dann. Ja. Ich weiß nicht, schon Ende März, also 2 Wochen nach dem Shutdown, gerade hier bei uns in Essen ging es rum, häusliche Gewalt steigt um 100%. Also die Polizei kriegt da nur also tagtäglich Anrufe, wo ich dachte, also was geht denn hier im Moment ab? Ja. Ja, die Leute drehen komplett über. Ja. Das will ich gar nicht irgendwie erzählen, was da geht, da zu Hause. Als ich das gehört habe, habe ich eigentlich gedacht, die Menschheit hätte gar nicht verdient, so ein Virus zu überleben. Eigentlich nicht. Ja. So, wenn man den also im Großen und Ganzen betrachtet, wie alles so ist, da wäre besser, wenn wir echt nicht mehr da wären. Das war, wie gesagt, obwohl wir Metaller könnten überleben. Ja, hat mir letztes Jahr einer gesagt, der hatte gar nichts mit Metal zu tun, als er hier je hinkam, zum ersten Mal zum Tätowieren, so vor ein paar Jährchen und Pipapo. Und im Laufe der Zeit hat er sich so voll so reingelebt, auch weil er immer gezwungen war, Musik zu hören und so, und wenn ich tätowiert habe und dann, ja, aber ihr seid ja wirklich nicht diejenigen, die, ja, ich sag's von mir, von uns brauchst du keine Angst. Nee, das ist so. Da hast du lieber vor dem Typen Angst, der Schlips hat, der ein Messer in der Anzugjacke hat. Ich bin froh, dass ich in der Gemeinde bin. Ja, das stimmt. Ich fühle mich wohl seit Millionen von Jahren, glaube ich. Wie gut, Ventor, ich sehe unsere Zeit. Die rennt auch, und ich würde sagen, wir machen hier einen Schlussstrich. Alles klar. Und ich möchte noch totlabern. Nee, alles gut. Wir haben ja genug Material, interessiert ja die Leute. Aber bevor wir das Interview beenden, die letzte Frage ist, und zwar, da wir uns Moshpit Passion nennen, kannst du eine coole, abgefahrene, durchgedrehte Moshpit-Erfahrung aus deiner Jugend erzählen, oder vielleicht, wo du auf der Bühne standest und gedacht hast? Also ich sag mal so, wenn ich in Moshpit bin, dann war ich meistens so weit, dass ich nicht mehr viel weiß. Ich weiß nur noch Blessuren, ja. Und auch, bei dem eine gute Erfahrung ist, in Zeche Bochum, von der Bühne, Stage Diving, direkt in den Moshpit. Mhm. Das kommt gut. Kann ich jedem noch empfehlen. Nee, gut, Ventor. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, und bin halt auf 2021 gespannt, was da so Kreatives von euch kommt. Ja. Und wo du dich noch sonst so auslebst. Ich weiß, bei Darkness, bei der letzten Platte. Ich kenne schon neue Songs. Warte mal ab. Ich bin aber gespannt, wo du noch so mitwirkst, weil ich weiß, Darkness bringt eine neue Platte raus. Was war da bei der letzten Jahr drauf? Wie ist Tribute-Song für den Olli mit Tom Angel Ripper? Ist ein Gesangspart übernommen, wie auch bei den Essen Creator-Platten, habe ich auch neulich gesehen. Ist so, ach krass, guck mal, hast du selbst Gesangspart noch übernommen? Ja, eigentlich war ich ja Sänger. Ursprünglich war ich Sänger bei Creator. Ja. Bevor überhaupt die Instrumente da waren. Genau, das vergisst man dann immer irgendwie so, ne? Weil man hört dann so die neueren Sachen, dann habe ich die Anfänge nochmal so gehört, vor 1-2 Wochen, dachte mir so, das ist doch ein anderer, das ist doch, hört sich irgendwie komplett alles anders hier irgendwie an Sound. Da sind doch 2 verschiedene, so, nee, das war, da wissen da wenige. Ja. Ventor hat die Dinger gesungen. Ich werde auch immer wieder gefordert, du musst wieder singen, ja. Und nicht nur Ride of Violence, Ventor. Ja, nein. Na gut. Trommeln kostet viel Luft. Das kann ich mir vorstellen. Und singen auch noch. Na gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt bei Moshpit Passion. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert uns.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch was und ciao. Ich wünsche euch auch was. Auf Wiedersehen. Bye, bye.